Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft und ja, heute habe ich auch wieder ein kleines Thema, obwohl ich gesagt habe eigentlich, dass ich heute vielleicht nur so eine reine Baufolge machen will, aber ich dachte mir, komm, ohne Thema geht's dann wohl doch nicht und ja, da habe ich auch eigentlich nur was Kleines, was ich vielleicht jetzt am Anfang so ein bisschen ansprechen möchte und danach möchte ich mich aber auch mal wirklich auf den Fischhausbau konzentrieren. Und ja, es geht jetzt mal kurz um folgende Sache. Und zwar habe ich mir überlegt, ich habe sehr viele Themen zurzeit und ich würde mal gerne wieder so eine richtige Aufnahmesession machen und ja, die ganzen Themen mal abarbeiten, weil es sind wirklich ziemlich viele jetzt zusammengekommen und ich hätte eigentlich auch mal Bock, weil dann würde ich ja auch mal schneller vorankommen, gefühlt so und keine Ahnung. Und da hatte ich so die Überlegung, ob ich nicht mal ja, so eine bestimmte Zeit machen möchte, wo ich hier richtig viel von dieser Serie bringe und ja, so einen kleinen Upload-Plan auch mal wieder einführe, aber nur für eine gewisse Zeit, ja. Ich meine, ich habe ja die Freiheiten jetzt mir geschaffen, jederzeit alles hochzuladen, wann ich will und eigentlich ohne Struktur soweit und ja, so habe ich es eigentlich auch bis jetzt immer gehalten, aber ich dachte mir, komm, so ein bisschen Struktur kann man zumindest zeitweise mal wieder reinbringen und ja, da war eben diese Überlegung, soll ich nicht mal irgendwie so für 3-4 Wochen so einen kleinen Upload-Plan wieder einführen? Da würde ich es dann so machen, dass ich 2 Tage lang Videos bringe und am dritten Tag nicht. Also quasi, also ne, immer in diesem Rhythmus. Also ich kann es jetzt nicht anders erklären. Ja, ich fand das eine ganz gute Idee und da würde ich dann eben immer irgendwie eine Folge Minecraft bringen zum Beispiel. Dann irgendein anderes Video, was dann wahrscheinlich random wäre. Und dann ein Tag Pause und dann geht's wieder von vorne los. Wieder Minecraft, wieder irgendwas anderes, was dann zum Beispiel Clash Royale oder sonst irgendwas sein kann. Und was mache ich denn hier eigentlich? Alter, ich weiß es auch nicht. So, auf jeden Fall, ja, da hätte ich dann mal wieder so ein bisschen Struktur drin. Das würde ich dann so nicht die ganze Zeit beibehalten wollen, weil dann würde ich mich wieder zu sehr unter Druck setzen. Aber so für eine gewisse Zeit würde es, denke ich, passen. Und dann würde man auch mal dazu kommen, hier ein bisschen mehr zu machen, ja. Da könnte ich auf jeden Fall hier mal loslegen mit dem Let's Play zum Beispiel. Und hätte hier wirklich mal Produktivität auch drin wahrscheinlich. Weißt du, weil mich stört halt, wenn ich nur so langsam vorankomme. Ich aber doch eigentlich ziemlich viele Ideen habe. Und hier theoretisch noch viel, viel mehr bringen könnte, ja. Das ist dann einfach alles ein bisschen doof. Und deswegen, ja, war das eben so eine Überlegung. Und ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber ihr könnt es mir natürlich gerne mal schreiben. Einfach mal in die Kommentare damit am besten. Und ich überlege gerade, ob ich das nicht so machen soll. Ich will jetzt ja natürlich nicht ganz durchziehen, die Balken, sondern nur so ein bisschen. Ich denke mal, das geht. So. Dann kann ich unten nochmal Erde hin platzieren, so wie es passt. Ja, irgendwie sowas. Hier geht's auch noch. Ah, so ungefähr. Doch, das haut hin, auf jeden Fall. Ja, da schauen wir mal. Also, so würde ich das dann eventuell machen. Ich weiß es aber noch nicht. Je nachdem, wie das hinhaut mit den Kommentaren auch und so. Also, ihr könnt dann mal entscheiden, ob euch das so gefällt oder nicht. Ja, da würden dann mal ein paar mehr Videos kommen für eine bestimmte Zeit. Ist ja, denke ich, auch nicht so schlimm. Danach würde ich dann einfach wieder nochmal weitermachen auch. Und ich habe einfach so viele Videoideen zurzeit und könnte doch ziemlich viel bringen. Ich bin auch so am Überlegen, ob ich nicht mich schon wieder übernommen habe und zu viele Konzepte schon wieder hier angefangen habe. Ja, das kann natürlich auch sein, weil ich habe irgendwie zurzeit so 7 oder 8 Projekte und das ist natürlich ein bisschen viel dann. Oder noch mehr, keine Ahnung. Ich habe ja nicht gezählt. Ja, ich habe auf jeden Fall das Let's Play hier. Dann One vs. One. Master Builders zum Beispiel, was auch immer mal kommt, das sind schon 3 Minecraft-Sachen. Dann Clash Royale, League of Legends, das sind 5. Dann fängt jetzt World of Tanks auch endlich mal an demnächst, hoffentlich. Da habe ich nämlich was hingekriegt, das kann ich ganz kurz mal sagen. Da wird demnächst auf jeden Fall was kommen. Und ja, das sind dann schon 6 Sachen, die dann laufen. Was natürlich dann auch öfter kommen soll, also World of Tanks erstmal. Ich will da natürlich nicht, wenn ich irgendwas Neues anfange, dann das schleifen lassen direkt, sondern erstmal durchziehen so ein bisschen. Und ja, dann sollen noch viele andere Sachen kommen. Und ich weiß einfach dann nicht, wie ich mich verhalten soll konkret, ja. Also ich schätze jetzt wirklich mal so 7, 8 Formate. Ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, weil ich jetzt auch nicht alle im Kopf habe. Aber so ein paar mehr sind dann schon noch da.
Ich habe nicht mal meine eigenen Formate im Kopf. So schnell, so weit ist es schon jetzt. Okay. So. Dann hier. Ja gut, das 60 Zäune, das wird erstmal reichen. Ich gehe aber... Oh, warte mal. War hier ein Bett? Nee. Dann gehe ich erstmal schlafen drüben. Und ja, dann sehen wir mal. So. Okay. Gut, ja, dann schauen wir einfach mal. Ich gehe jetzt, denke ich, wieder direkt rüber. Aber ich habe gar nicht mehr so viel jetzt anzusprechen. Also, es war ja eh nur für den Anfang der Folge gedacht. Also, ich würde einfach mal sagen, ja, wie wär's mal mit eurer Meinung vielleicht dazu? Wie gesagt, also, gerne schreiben. Und ja, dann werden wir einfach mal sehen, wie ich das mache. Ich weiß es eben noch nicht. Das war halt auch nur so eine Idee. Ich weiß noch nicht, wie ich die umsetze. Naja, und so ein paar Special-Videos möchte ich natürlich auch weiterhin bringen. Das sind natürlich dann auch noch so Sachen, die mich dann so ein bisschen davon abhalten, ja, andere Videos zu bringen. Weil, ich so viele Konzepte habe und ja, da wird es dann manchmal schwer, noch die ganzen Special-Videos und so zu bedenken und da noch mir was auszudenken und einfallen zu lassen, wie auch immer. Ja, und ja, ich hoffe aber, das Tutorial zum Beispiel kam ganz gut an bei euch. Dieses Thumbnail-Tutorial. Also bis jetzt ist die Resonanz eigentlich gut. Und ja, sowas versuche ich auf jeden Fall öfter zu machen. Wie gesagt, wenn mir die Ideen dazu einfallen, dann gerne. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht wünscht ihr euch auch irgendwelche Tutorials, zum Beispiel zu irgendwelchen, keine Ahnung, vielleicht mal ein Tutorial zu, wie man Mods installiert oder so. Obwohl das jetzt auch nicht so... Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, also... Keine Ahnung, das gibt's halt schon oft und das will ich jetzt nicht unbedingt. Und ich bin ja auch nicht so der Typ, der gerne Mods vorstellt und so. Dann würde es natürlich Sinn machen, mal zu zeigen, wie das funktioniert. Aber jetzt, wenn ich die nicht vorstelle, die Mods, dann muss ich das auch nicht zeigen, so finde ich. Deswegen, naja, werden wir da sehen, ob ich da nicht doch was anderes finde, eine andere, bessere Idee habe. Ja, da muss man halt immer so ein bisschen brainstormen, sonst wird das nichts. Da hat man immer, oder ich habe dann zumindest immer keine Ideen, was ich bauen kann oder ja, was ich bringen kann. So ein Special-Video. Sicherlich hier noch eine Minecraft-Folge mit Thema. Da habe ich wirklich genug. Also ich könnte jetzt ja bis Folge 345 auf jeden Fall vorproduzieren. Aber das will ich auch nicht unbedingt. Zumindest nicht, wenn das so selten kommt jetzt, das Let's Play. Das würde ich dann eben erst machen, wenn ich weiß, dass es öfter kommt und ich das dann auch verwerten kann, sozusagen, ne? Dann wird es mehr Sinn machen. Und ja, ich weiß zum Beispiel schon gar nicht mehr, wann dieses Video hier kommt. Das ist natürlich auch wieder geil. Aber ich vermute mal, so 10 Tage, nachdem ich es aufnehme ungefähr. Ja, ist natürlich dann auch mal eine gewisse Zeit, die dazwischen liegt, ne? Und davon wollte ich eigentlich so ein bisschen wegkommen auch. Also zumindest dann, wenn ich die ganzen Themen abgearbeitet habe, danach versuche ich dann wieder die Videos etwas aktueller aufzunehmen. Zumindest die Minecraft-Let's Play-Folgen, die anderen Videos wahrscheinlich nicht. Das ist immer besser, wenn ich die vorproduziere, aber hier habe ich ja immer eigentlich so mir zum Ziel gesetzt, dass ich die relativ aktuell halte. Zumindest nicht so 10 Tage vorher aufnehme. Also auf Dauer ist das hier für das Let's Play irgendwie keine Lösung, wie ich finde. Ja, wenn ich mal so One vs. One oder so vorproduziere, dann ist das natürlich okay. Aber so hier, keine Ahnung, ist dann immer nicht so nice. So. Ihr müsstet auch letzten Freitag schon das Video mit Necro gesehen haben, da kam auf jeden Fall was. War ja GTA und so. Und ja, war eigentlich auch ganz cool. Da wird es dann noch einen zweiten Teil geben oder gab's schon. Ja, mal sehen, wie das so ankommt. Da bin ich auch schon mal gespannt auf die Kommentare und so, ob ihr das lustig findet oder nicht. Und ja, dann wird es vielleicht sowas auch mal öfter geben. Mal schauen, je nachdem. Und ja, Minecraft Timeline hatte ich vorhin übrigens noch vergessen in meiner Aufzählung, als ich mal so alles zusammengesucht habe. Ist natürlich auch noch so ein Konzept, wenn es auch sehr selten kommt. Trotzdem ist es aber auch noch ein extra Projekt und sollte auf jeden Fall immer mit erwähnt werden. Und naja, das sind halt alles so Sachen, ne? So viele Projekte hier. Nicht, dass ich mich dann doch übernehme. Ich wollte halt Abwechslung haben, aber aus der Abwechslung wird dann ganz schnell mal so ein Trott und das will ich natürlich dann auch nicht. Dass dann hier das irgendwie langweilig wird oder so. So, ich bin jetzt hier am Überlegen, soll ich das doch so offen lassen? Ich wäre schon fast dafür.
ich probiere es einfach mal aus. Ja, und ansonsten habe ich jetzt auch mal meinen Kanal überarbeitet. Also da sieht mal ein bisschen was anders aus. Habe ich jetzt viele Monate lang nicht gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, es ist auf jeden Fall mal dringend an der Zeit, da mal was zu updaten. Und ja, da habe ich jetzt so ein paar Playlists reingetan auf meine Kanal-Startseite. One vs. One zum Beispiel war vorher noch nicht drin. Master Builders, Timeline, League of Legends ist noch drin. Dann habe ich die Playlists auch unten in dem Feed mal geändert. Habe ich jetzt mal so ein paar neuere Sachen reingetan. Vorher waren da ja nur Sachen von 2014 drin. Jetzt habe ich mal die von 2015 und 16 so ein bisschen genommen. Die Trash-Games und so, was ich da gebracht habe, ne? Fand ich auf jeden Fall jetzt auch mal berechtigt. Und, naja. Dass man mal so ein bisschen ein Update auch sieht und nicht immer nur das Gleiche. Ja, mein Profilbild und so, das ist natürlich alles noch gleich. Da muss ich mal schauen. Das wird auch, denke ich, erstmal so bleiben. Und mein Kanal-Banner. Aber das finde ich auch nicht so schlimm, weil, keine Ahnung, es ist halt schon lange so. Ja gut, man könnte es mal ändern, aber man hat sich einfach dran gewöhnt und irgendwie gehört schon dazu, so, weißt du? Also, keine Ahnung, ich bin ja dann immer so ein Gewohnheitsmensch und ich versuche dann immer die Sachen auch so zu behalten, wie sie sind. Und ja, wenn es gut ist, dann kann es doch so bleiben, ne? Ich meine, gut, das Profilbild ist jetzt nicht das Beste, habe ich auch nicht gesagt, aber naja, es ist auf jeden Fall ganz lustig und so ein bisschen Nostalgie-Feeling bringt das schon und deswegen wollte ich es halt noch drinne behalten. Naja gut, so viel auf jeden Fall dazu. Hier wollte ich auf jeden Fall jetzt hier mal so ein bisschen das offen lassen, weil hier habe ich tatsächlich vor, ja, das so ein bisschen anders zu machen. Und zwar geht das so, na gut, dann verbinden die sich nicht, aber ich wollte dann hier vielleicht so, dass man hier so angeln kann, aber das ist ein bisschen zu hoch schon wieder. Dann vielleicht doch lieber Slaps. Oh, da habe ich genau drei. Das passt. Ja, dass man da irgendwie nicht runterfällt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch noch angeln kann. Oder ich lasse es halt einfach ganz offen. Ich glaube, das wäre das Beste. Dass man hier so eine coole Fischerhütte hat. Ja, und dann muss eigentlich nur noch das Dach drauf. Und dann bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Also hier mit den Zäunen und so ist mal was anderes. Und, ja, ich weiß noch nicht, ob ich die Vorderseite so machen will. Ich glaube, da mache ich es nochmal anders dann. Aber, ja, den Rest können wir eigentlich schon mal so lassen. Dann gehe ich nochmal kurz zu mir nach Hause und mache mir eine neue Axt. So. Ich wollte aber eigentlich auch die Folge heute wieder nicht so lange machen, also keine Ahnung. Ich wollte die dann gleich wieder beenden. Ja, ist halt mal wieder so ein kleines Infovideo gewesen, ne? Einfach so zu ein paar Änderungen. Die werden jetzt auch noch nicht demnächst eintreten, also wenn ich das mache mit dem Uploadplan, werde ich das auf jeden Fall vorher nochmal ankündigen und das wird auf jeden Fall noch so einen Monat oder so dauern. Oder ein bisschen länger. Ja, also vorerst wird es damit erstmal nichts. Aber ich denke mal, das ist auch nicht schlimm. So, hier oben könnten wir die Slabs dann hier doch noch verwerten. Das ist eine gute Idee, denke ich mal. Ja, sieht ganz okay aus. Ich würde vielleicht hier sogar noch Treppen machen stattdessen. Musste ich ja auch noch dabei haben, genau. So, ja, das ist besser auf jeden Fall. Und, ja, was machen wir hier noch? Ich würde sagen, hier könnten wir so einen Querbalken machen. Und den ziehe ich dann wahrscheinlich auch überall lang. Und, trotzdem wird das hier drei hoch und da kommt dann das Dach drauf. Ich denke mal, das ist ein guter Plan. Und, ja, mal sehen, wie es dann so am Ende aussieht. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wird noch ein bisschen dauern. Aber, ja, doch, nächste Folge sollten wir schon fertig werden. Also, da bemühe ich mich auf jeden Fall. Und ja, dann hätten wir das Projekt dann hier auch schon abgeschlossen mit dem Fischerhäuschen. Ich muss ja sagen, ich habe mich ziemlich lange davor gedrückt, aber es geht jetzt doch ganz gut und man muss sich einfach trauen anzufangen. Dann wird es auch was, ja. Weil dann setzt man sich erst so richtig damit auseinander und wenn es eben falsch ist, dann ist es halt so, aber wenn man es nicht baut, ist halt auch doof, ne, wenn man es vorhatte, so. Naja gut, ich würde sagen, soll ich von innen einen Screenshot machen? Ich denke mal, das würde auch passen. Vielleicht von hier so, ungefähr. Boah, so ungefähr können wir das mal machen. So, ich hoffe, das ist nicht zu sehr Spoiler auf dem Thumbnail. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich beende hier und sage tschüss, bis dann. Und ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ne? Ihr kennt das ja. Okay, ciao.